Schöner Tamani. Schöner Görgü. Der Dimsdorf. Über 2 Millionen türkische Gastarbeiter leben in der Bundesrepublik Deutschland. Weitgehend unbeachtet von den Medien hat sich diese türkische Bevölkerung eine eigene Kultur- und Musikszene aufgebaut, die inzwischen auch kommerziell nicht unbedeutend ist. İbrahim Tatlıses çıktığı zaman bütün mahallede, dükkanımda o gün ayakta düşün. Teyze bana 3 tane ver arkadaşa da. 315 tane plak okudum. 48 tane kaset okudum daha sonra. Ben burada gurbetçinin sesi oldum. Köl bülbülü Yüksel Özkazan. Aşkımı elimden alan alman ya. İnan ki her şeyin. Wo spielt sich nun konkret die Szene ab? Das bekannteste türkische Lokal Deutschlands ist zurzeit der türkische Bazar in Berlin. Türkische Bazar çok güzel bir yer. Of 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 of. Kapılar kadar dolarla, altın yıllar. Yalan Almanya. Ortalıkta bir paralar havada uçuyor, uçardı, dökülürdü yani o zaman. Millette para var. Görebiliyordun yani. Yani şampanya tek bir şişe açılmaz. Kartonlarla geliyor. 5 karton, 10 karton, 15 karton. Her tarafından para çıkardı yani. Donundan bile para çıkardı. Millet oynadıkça para geliyor. Ve bunu 2 garson çatır 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 açarlar. Bitiremez. Allah belamı versin. Süpürgeyle para bahşiş topladım biliyor. Und dann kommt Solingen. Eine ganze Familie, 5 Tote, 3 Schwerverletzte nach dem Anschlag. Diese Wut, die gehört einfach zu der Musik dazu. Das ist Hip-Hop, das ist Rap. Und es muss eigene Gewalt kommen. Rap Resman yaradı gençliğe, mençliğe. Musik bir yere gelme şansını verdi. Wer hat den Hip-Hop Mitte, Ende der 80er gemacht? Die ganzen Breakdance-Crews waren voller Gastarbeiterkinder. Wenn ich hier lebe, dann möchte ich hier leben als Mensch und nicht als Arschloch. Wenn die uns diese Achtung nicht geben, dann müssen wir sie uns verschaffen. Oh, Jane.